Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich habe sie auf der Straße gefunden. Oh mein Gott, was ist los? Ich glaube, es ist eine Kopfverletzung. Was ist passiert? Dr. Yassin! Weiß ich nicht. Alter? Keine... Dr. Yassin! Auch unbekannt. Okay. Ist die ansprechbar? Schaut nicht so aus. Was ist passiert? Verdacht auf schädlichen Trauma. Okay. Ah, ich brauche den Puls, bitte. Komatöser Zustand. Puls ist auf 50. Puls auf 50. Ich brauche ein MRI, ein CT, ein OMG und ein MFG. Und in den Schockraum mit dir. Milligramm Ventanyl, bitte. Wird sie sich erholen? Ich weiß nicht, das muss der Chefarzt sagen, aber der kommt gleich. Die Maske, bitte. Okay. Kommt der Chefarzt? Ist schon am Weg. So, Kollegen, wie sieht's aus? Grüß Gott. Naja. Haben wir die Bilder? Ja. Nach einer Gehirnquetschung aus. Mhm. In der linken Gehirnhälfte. Okay. Wie stehen die Chancen? 50-50. Wir können nicht viel mehr machen. Wir müssen abwarten. Was ist passiert? Sie hat sich beim Tanzen am Fußknöchel verletzt. Okay. Und mein Nagel ist abgebrochen. Dein Nagel ist abgebrochen, okay. Können Sie sich bitte kurz hinlegen? Sie kann nicht mehr auftreten. Nicht mehr auftreten, okay. Tut es Ihnen eher an der Sehne weh oder am Knöchel? Am Knochen. Ja, das ist am Knochen. Ich schaue jetzt kurz nach, woran es liegen könnte. Es könnte ein bisschen wehtun, okay? Also nicht erschrecken. Okay. Ich glaube, wir müssen operieren. Operieren. Okay. Schicken Sie in ein Zimmer. Okay.
Was haben wir? Cannabis interruptus. Skalpell? Blutdruck? Blutdruck 79 im Normalbereich. Sicher? Was machst du? Oh Mann. Mehr tut kein Wunder, wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Du hast dich in dieser blöden Schlampe betrogen. Das ist Papier. Warum? Arschloch. Du. Ihr macht das schon. Euer Ernst? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Alles klar. Wir melden uns bei Ihnen. Wiederhören. Wo ist Bärbalk? Der ist schon unterwegs. Alles klar. Ah. Schon. Hallo. Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bärbalk. Hier spricht Krankenschwester Linsinger. Wir haben da ein klitzekleines Problemchen. Und was wäre das? Könnten Sie ganz kurz vielleicht ins Konferenzzimmer kommen? Jetzt ernsthaft? Ja. Ah, oh, komm schon. Oh. Oh. Hi Leute, mal noch in der Kantine, Entschuldigung. Liebe Leute, Freunde, Kollegen. Die heutige Krisensitzung habe ich einberufen aufgrund der letzten Operation, die wegen gewisser Vorkommnisse leider schiefgelaufen ist. Das Wichtigste an dieser ganzen Sache ist, dass es keiner erfahren darf. Und für welches Problem habe ich jetzt meine Rauchpause aufgegeben? Die Kolleginnen haben bei der letzten Operation ein bisschen... Wir haben ganz aus Versehen vielleicht den falschen Fuß amputiert, aber auch nur, weil gewisse Leute nicht wissen, wie man sich in einem OP zu benehmen hat. Tut mir leid. Leute, bevor wir uns jetzt aufregen, wir können es nicht ändern, okay? Wir müssen jetzt nach einer Lösung suchen. Was machen wir? Mal ganz ehrlich, wie kann man den Fuß verwechseln? Leute, ihr habt ihn schließlich amputiert. Hey, das steht jetzt nicht in Frage. Was machen wir? Wie wäre es, wenn ihr den Fuß einer anderen Patientin abnehmen und unsere Patientin wieder annehmen? Scheiße! Hey Leute, aber das ist gar nicht mal so dumm. Ich meine, wir haben keine andere Möglichkeit. Stimmt. Wenn wir es klug machen, fällt es vielleicht gar nicht auf. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Beschwerden? Nein. Na gut, dann auf Sessel und nach Hause. Ich glaube, sie hat eine Schädelverletzung.
Bitte! Bitte! Du hältst es wieder so! Eher Schmerzen an den Zähnen oder am Knochen selbst? Okay, das könnte jetzt ein bisschen wehtun, okay? Also nicht erschrecken. Das weh? Okay.
Erstmal Blutdruck checken. Da geh einer auf. Echt, jetzt geht einmal dieses. Meine Kollegen übergeben vom Roten Kreuz. Ha ha ha!